Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Ich nehme euch heute mit auf einen 12 Stunden langen Hochzeitstag, den ich Anfang Juli begleitet habe, dieses Jahr 2019. Das Ganze war in Wegendorf bei Berlin. Das ist außerhalb von Berlin etwas ländlicher gelegen, auf einem wunderschönen alten Bauernhof. Ich habe an dem Tag Foto und Video gemacht, also duale Begleitung. Da erzähle ich euch gleich im Video aber noch ein bisschen was von. Und ja, das ist, wie gesagt, es war ein 12-Stunden-Tag. Ich habe euch ein bisschen die Highlights rausgepickt, denn 12-Stunden-Video wären jetzt auch ein bisschen viel des Guten. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein und wir legen los. So, es geht los mit dem Getting Ready. Ich fange immer gerne erstmal an, kurz die Details zu fotografieren, wie zum Beispiel das Kleid, den Strauß oder was auch sonst, Schmuck, alles mögliche, Schuhe. Ich zeige euch hier ein paar kleine Ausschnitte. Hängt einfach da mal mit zusammen. Ich möchte den Leuten nicht sofort irgendwie eine Kamera ins Gesicht halten, wenn ich gerade erst ankomme, und beim Getting Ready sind sowieso alle erst noch mal ein bisschen ruhiger drauf, noch nicht so ganz in Stimmung. Genau, später wechsle ich dann zum Schminken, zum Fertigmachen, wenn alle sich ein bisschen dran gewöhnt haben, dass ich dabei bin. Hier mal zwischendurch ein paar Beispiele eingeblendet. Da seht ihr direkt, wie es mit der Bearbeitung gemeinsam aussieht. Ihr hört, es ist zwischendurch immer wieder klicken. Und hier nochmal ein paar weitere Bilder, die bei anderen Szenen entstanden sind. Details von den Haaren. Hier ein schönes, ungestelltes, authentisches Bild. Und hier nochmal eins, auch ungestellt. Das meiste, was ich am Tag mache, ist sowieso umgestellt. Deswegen, ja. Hier das Kleid jetzt mittlerweile angezogen. Da oben war noch ein Moment, wie sie es noch stolz ihrer Trauzeugin gezeigt hat. Später hat sie es dann angezogen. Und sie bewundert sich gerade im Spiegel und dankt ihrer Make-up-Artistin, die auch wirklich einen fantastischen Job gemacht hat, wie ihr in den Bildern sehen könnt. Genau. Hier nochmal ein Full-Body-Shot. Und dann habe ich kurz Objektiv gewechselt. Habe ich einfach mal drin gelassen, warum nicht. Dann ging es los mit der Zeremonie. Ich habe jetzt den Ton gerade ausgemacht wegen der Musik. Am Anfang immer kurz die Reaktion des Bräutigams und dann wird schnell umgewechselt auf die Braut, die mit dem Vater dann zum Altar bzw. hier dann vorne zur Trauung geleitet wird. Freie Trauung immer sehr, sehr angenehm, weil man sich aufhalten kann, wo man will. Bei einer kirchlichen Trauung könnte ich jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt gerade stehe. Da würde kein Pastor zulassen. Bei einer freien Trauung ist das gewünscht oder ja, auch gewollt, denn man möchte da doch auf jeden Fall schöne Bilder haben. Und die Leute sind alle etwas locker drauf und nicht so spießig wie ein Pastor. Ja, auf jeden Fall eine interessante Einstellung mit meinem Bart im Bild. So, jetzt wieder mit Ton, wieder mit Geklicke. Ich wollte hier einfach mal kurz zeigen, wie ich mich so fortbewege während der Trauung. Ich wandere zwischendurch mal rum. Aus jeder Ecke gibt es mal ein Bild. Und auch hier wieder in der Kirche würde ich so natürlich nicht stehen. Bei einer freien Trauung ist das natürlich möglich. Und hier ein kleiner Schnappschuss. Das sind ja diese Momente, die ich halt liebe, wenn diese verliebten Blicke zum Partner rüber, das ist, finde ich immer wunderschön bei Hochzeiten. Hier auch direkt nochmal weitergewandert, anderer Platz, einmal um die Ecke. Und auch wieder Schnappschuss. Die Trauredner bei einer freien Trauung geben sich immer ordentlich Mühe. Also ich finde die Reden immer wunderschön und ist immer was Besonderes für mich. Ich freue mich da immer drauf. Hier gerade die Reaktion der Braut auf das Eheversprechen des Ehemannes oder des Bräutigams. Und dann kam ihr Eheversprechen und dann kam überraschungsmäßig auch schon der Kuss, da habe ich noch nicht ganz damit gerechnet, aber ich stand bereit, alles gut, nichts verpasst. Und jetzt sogar noch hier kurz Video davon gedreht, damit wir beides haben. Hier der Auszug der beiden, auch ich drehe hier in dem Fall erst Video, wie ihr sehen könnt, weil es klickt halt gerade nichts, also drehe ich Video. Da habe ich jetzt gewechselt auf Foto und jetzt geht's los, ihr seht meine Haare links im Bild. Und dann halt mein Stil, immer recht viel fotografieren, recht viel draufhalten, um dann in der Nachbearbeitung genau den richtigen Moment auswählen zu können. Die beiden haben sich Zeit gelassen, sind recht langsam gelaufen, haben es genossen.
dass ihnen applaudiert wird, ist natürlich umso schöner für mich, umso mehr Zeit habe ich, schöne Bilder davon zu machen. Wie zum Beispiel das hier. Ich finde es auch immer schön, das Lächeln und die Reaktion der Gäste noch im Hintergrund. Hier noch eben kurz der Braut gratuliert. Da habe ich wohl scheinbar noch nicht die Aufnahme gestoppt. Genau, hier jetzt der Kuchen. Ist natürlich auch immer eine wichtige Stelle bei jeder Hochzeit. Hier ganz gentlemanmäßig hat der Bräutigam die Braut die Hand nach oben legen lassen. Wie man jetzt gleich auch von der Mutter hören wird. Das ist mein Sohn, Ja, genau so machst du das richtig. Genau so gehört sich das. So, jetzt die typische Stelle, gegenseitig füttern. Oh, nee, alle veräppelt. Nicht gegenseitig? Jeder fragt nicht gegenseitig und dann haben sie es dann doch noch gebracht. Das muss sein. So, hier kommen wir nun zum Brautpaar-Shooting. Die Stelle ist sogar aus mein Lieblingsbild der ganzen Hochzeit geworden. Ich habe es durchs Fenster fotografiert. Ich habe die beiden einfach nur auf mich zulaufen lassen, ganz ungestellt. Die haben wirklich einfach nur mit sich gesprochen, sich mal einen Kuss gegeben zwischendurch und dabei ist dann ein mega natürliches Bild entstanden auf diesem wunderschönen Bauernhof in Wegendorf bei Berlin. Es ist bis jetzt auf jeden Fall mein Lieblingsbild der Saison 2019. Hier haben wir eine wunderschöne Trauerweide auf diesem Bauernhof. Du bist nicht so mobil. Ich habe die beiden einfach nur da reingestellt und gesagt, üb mal euren Hochzeitstanz. Und dabei entstehen dann auch immer ganz, ganz schöne, ungestellte Bilder. Wenn die Braut nicht gerade umkippt. Genau, so sieht das Ganze dann aus. In Farbe und Schwarz-Weiß. Ihr könnt mir ja mal mitteilen, was ihr schöner findet. Und die beiden waren ein sehr lässiges Paar, ein sehr modernes Paar. Deswegen kann man die auch lässig und modern posen lassen. Das muss nicht immer die klassische Variante sein. Wobei Posing ja auch relativ ist. Hier nochmal ein sehr, sehr simples Bild im Prinzip. Direkt vor den alten, wunderschönen Gemäuern. Einfach nur in die Kamera lächeln lassen. Das sind auch so die klassischen Bilder, die dann halt eigentlich auch gerne gedruckt werden und bei den Eltern auf dem Schreibtisch landen. Schön lässig. Seht euch nochmal an. Kleinen Kuss dürft ihr euch auch nochmal geben. Nochmal gelassen zu mir. Kleine Diskussion. Und hier noch ein paar Bilder, die danach noch entstanden sind, wo ich jetzt aber nicht mehr mitgefilmt habe. Auf jeden Fall kriegt ihr da schon eine gute Idee, wie ein Brautpaar-Shooting bei mir aussieht. Hier ging es dann zur Feier rein, zum Essen. Ja, ich fotografiere auch immer gerne kleine Details, gerade die Deko gehört einfach zur Reportage dazu. Sieht dann ungefähr so aus. Und da war mein Platz. Dann ging es rüber. Dann gab es ganz viele kleine Kleinigkeiten, Sachen, die sich Gäste ausgedacht haben, die ich euch dann nicht zeige, weil ich hier sonst so viele Leute nach Erlaubnis fragen muss, dass ich dir zeigen darf. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann zum Hochzeitstanz, der hier auch wunderschön gemacht ist, einfach mit den Lichterketten über dem Brautpaar an der Decke und so sieht es dann in Schwarz-Weiß aus. Gleich kommt noch mal eine Version in Farbe. Wunderschön gemacht, finde ich einfach. Wie man hier sieht, der Bräutigam etwas moderner mit Dreiviertelhose und Sneakers statt Lackschuhen und normalem Anzug. Finde ich total einen geilen Look. Ist einfach mal was anderes, finde ich total gut. So, und das war's dann auch schon. Jetzt kommt noch einmal das Bild in Farbe. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr bald beim nächsten Video auch dabei seid. Bis dann, ciao!